Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Gamescom. Wir sind 2024 mittlerweile auf der Gamescom. Ich raste aus. Wir haben gerade schon mit dem guten jungen Mann geredet. Dazu können wir jetzt schneiden. Ich hatte ein schönes Gespräch mit dem jungen Mann so, aber wie heißt denn dein Kanal? Weil du streamst auch. Cookie, ich gebe dir aber am besten eine Visitenkarte. Das ist, oh, du hast eine Visitenkarte. Der Mann ist professionell. Das ist verrückt. Noch eine bitte. Boah, noch eine, sage ich nicht nein, Alter. War ein nettes Gespräch, hat mich gefreut. Wünsche ich euch jetzt viel Spaß und ja. Dir auch viel Spaß. Und jetzt sind wir wieder hier. Wir schauen uns ein bisschen die Messe an. Leider Guitar Hero ist noch nicht. Ist dieses Jahr nicht irgendwie die ganze Zeit am Chillen hier. Die sind irgendwie nur 11 bis 12 Uhr, 9 bis 11. Ist ein bisschen ehrenlos. Also, was sagst du zur Gamescom mittlerweile? Ja, schon, ja, ja. Also, ich finde, du hast Gutes. Also, ne, die Gamescom ist cool. Scheiße, scheiße. Danke, danke, danke. Okay, dann viel Spaß auf der Gamescom noch. Halle 5 plus 5! Auf in Halle 10! Oh, als ob Pizza! Ich höre. Kranke Pizza, die du da hast. Dankeschön. Digga. Was ist so deine Lieblingspizzaart? Hawaii. Hawaii, ehrlich? Ja. Boah, ich habe leider nie Hawaii ausprobiert. So, ne? Warum aber nicht? Hast du Angst, dass sich die Leute verprügeln? Schon ein bisschen. Ich weiß nicht so. Ich sag halt auch, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber Thunfischpizza. Was geil. Hältst du? Sehr geil. Sehr geil. Mit Zwiebeln aber. Ja, ja, wichtig, wichtig. Immer schön den Spice dazu haben, Alter. Ich habe einen Kühlschrank gekauft. Der Mann hat einen Kühlschrank gekauft. Den Xbox-Kühlschrank. Der Xbox-Kühlschrank. Man kann den Xbox-Kühlschrank kaufen? Ja. Ist der immer noch verfügbar? Ja, es gibt noch ein paar. Heilige Scheiße, Digga. Das ist ja verrückt. Für wie viel hast du dafür bezahlt? 90 Euro nur. Ich hol mir einen. Ich hol mir einen. Ja, gönn dir. Ja, danke, danke. Kann man auch erst später abholen. Kannst zahlen und später. Boah, das ist wie bei Thomann, Alter. Kann ja, man so. Thomann, Alter, Luxus. Ja, for real, das ist Luxus, Digga. Ich schwör, vielen Dank an dich, ohne dich. Ich schwör, ich gehe heute mit dem Kühlschrank nach Hause, sehr Digga. Schön. Ich werde an dich denken, wenn ich ihn auspacke. Boah, ich denke, also dein Outfit, ehrlich. Dankeschön. So slay, Digga. Das ist actually slay, Digga. Ja, okay. Pete's Meat. Pete's Meat. War der actually Pete's Meat? Ja, war der. Wo? Pete's Meat! Papa Platte! Papa Platte! Was geht, Alter? Okay, das eben. Und sagst du die Haare, ne? Also hast du dich so aktiv dazu entschieden, Papa Platte zu werden, oder ist es so? So? Du bist tatsächlich der Erste, der mich drauf anspricht. Ehrlich? Ja, aber ich habe schon häufiger Ski-Agu gehört. Ski-Agu? Aber ich dachte, man sieht sein Gesicht nicht. Ja, erstens das und dafür ist auch hinten nicht genug, finde ich. Stimmt. Aber du hast Fresh and Fit, das gönne ich dir. Hau rein, Digga. Das war auch ein stabiler Check gerade, Digga. Und wie ist Papa Platte so im echten Leben? Das ich schwör, abgehoben wie ein Hurensohn, Digga. Vorsicht! Platz! Gehen wir oben oder unten? Lass mal hoch. Oh, Retro! Was haltet ihr von Retro? Keine Ahnung. Viper, oder? Ja. Stark! Ich kenne meine Valorants, Alter. Ich habe einen Typen gefragt, also der hatte Pommes in der Hand und ich meine so, Nordsee-Pommes! Und der meinte so, nein, normale Pommes, Digga. Das war verrückt. Und wie gefällt dir das Spiel so? Ich habe noch nichts davon gesehen. Was so dein Lieblingsspiel jemals? Mein Lieblingsspiel immer ist, ich glaube, so Zelda Breath of the Wild oder so. Boah, Gänsehaut, Alter. Danke, Mann. No fuckers? Ich würde. Are you actually no fuckers? What? Are you actually no fuckers? Okay. Ich höre, also, das war uncanny, Digga. Das war verrückt. Ich habe ja auch Englisch gesprochen, weil ich dann dachte, ja, okay, das ist der Real Talk. Ja, ja, das war wirklich 1 zu 1. Ja, also so, ich habe das von dir gehört und dann hat er sich so umgedreht und ich dachte, ja, ja. Warte. Ich hatte actually Gänsehaut, als ich den gesehen habe, ja, Digga. Ja, es ist wirklich ein Kindheitsheld. Also da, wo wir aufgehört haben, da ist einfach FIFA. Da wird FIFA gespielt. Das ist halt arschverrückt. Heilige Scheiße, ist das verrückt. Ja, aber welches Team spielt? Oh, Dortmund! Weil in der Ausbildung von Menschen in der Jugendarbeit ansetzen müssen. Und ich schwör, die reden mir zu klug, Digga. Ich check das nicht. Die nehmen ganze Podcasts auf. Ah, nee. Man kann hier kochen, glaube ich. Kann ich hier einen Song kochen? Auf jeden Fall.
Boah! Ja, for real, lass mich jetzt kochen, warte. Ich höre halt nicht mal, was da ist, aber ich... Okay, chill, chill. Was ist das hier? Snap. Ah. Oder was ist das? Ah! Okay. Ich hab gekocht, ich lass einmal. Danke. Danke. Link! Da wurde gerade ein Bruder so behindert gefickt von einem Mitarbeiter gerade, weil der ist mit seinem Cosplay so Diablo-mäßig rumgelaufen, hatte so ein Riesenschwert, aber war ein bisschen kleiner, also vom Mensch her kleiner. Und der meinte, du hast einen scheiß Charakter. So, du bist zu klein für dein Schwert. Boah, was? Wer ist das? Wer ist das? Brot! Toastbrot! Hotdog! Was geht? Was geht? Okay? Ja! Der hat so unnormal nicht durch dieses Kostüm gesehen, Digga. Bundeswehr! Links, rechts, links, rechts! Denkst du, bei FIFA sind die immer noch im Podcasten? Ja. Ja, okay. Was? Wissen Sie, wo FIFA ist? Ich schwör? Wieso? Das ist jetzt das dritte Mal. Dieser Mann ist ein Terrorist. Ja. Das war, nein. Aber wieso ist es, wieso ist es das dritte Mal, dass mich heute jemand als Sie bezeichnet? Ich bin nicht so alt. Wie alt denkst du, dass ich bin? 35. Ja. Okay, warte, ich hab... Das ist crazy. 35 hat der Mann gesagt. Darf ich hier mal grüßen, bitte? 29. Ja, grüß mal jemanden. Ich grüße Simba. Simon! Simon! Okay. Nein, Junge, du sollst ihn doch grüßen. Ich schwöre, der hat mich wieder gesehen. Heilige Scheiße, Digga. Haut rein! Ja, sir! Boah, das ist ein Stream. Kann ich mich da auch hinsetzen? Frag mal. Ist hier so ein Free-Streaming-Setup oder was? Bist du Streamer selber? Ich hab mal gestreamt, aber jetzt nicht mehr. Hast du es noch vor, wieder zu machen? Perhaps, wenn ich einen Stream-Boost nutze, vielleicht. Das passt das perfekt. Nämlich hier unten sieht es so ein Banner, nämlich bei der lieben Lisa im Stream. Genau, und das sind unsere Werbemittel. Und wir sind eben dafür da, den ganzen kleinen Streamern, die ja noch keine Möglichkeit haben, sich zu monetarisieren, Werbung zu schalten, Geld zu verdienen mit ihren Streams, denen bieten wir schon solche Werbung an, schon ab ein paar Follower, nur 1, 2, 3 Zuschauer. Auf entspannt. Wenn ich jetzt so 20 Liegestütze on the spot mache, kriege ich dann einen Free Spot, dass ich das streamen kann? Boah, wann? Kommt drauf an, weil wir haben ja schon alles durchgezackt. Ja, so, ja schon, aber so einen Spot frei habt ihr safe, oder? So ein bisschen Pufferler. 20 Liegestützen sind aber auch nicht so krass, aber wir können einen Deal machen. Schau mal an, wir sehen nämlich auch hier von Dr. Pepper gesponsert. Ne, wir haben hier die neuen Halloween-Designs, also probiert's gerne mal aus. Wir machen 10 Liegestütze und dann bekommst du einen Dr. Pepper vielleicht. Heilige Scheiße! Das war das, was ich hab ehrlich gesagt, ich will ein free Getränk, will ich heute noch. Ich geh woanders hin, alles gut. Okay. Ja. Free Dr. Pepper, Digga. Ja, morgen wird das nochmal gemacht. Willst du mittanzen? Da vorne tanzt jemand. Wo? Oh! Ja, willst du mittanzen? Ja, also anscheinend darf ich hier gleich tanzen. Und ich darf sogar selber einen Song auswählen.